Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic, mittlerweile in der 66. Folge. Genau, in der 66. kurzen Folge. Kurzfolge. Ja. Ich bin wieder zurück. Ich hatte hier eine kleine Exkursion. Eine ganz kleine Exkursion. Ja, jetzt haben wir auch die Cutscene tatsächlich mal den Tod gesehen. Nachdem wir ja in den Folgen, keine Ahnung, bis 62 oder so extreme Tonprobleme hatten. Ja, auf jeden Fall sollte das jetzt wieder etwas korrigiert haben. Wir beendigen kurz dieses Cave, oder wie man das so sagen will. Dieses Dungeon, genau. Dungeon. Und danach geht es weiter mit die Story-Mission. Genau. Da werden wir ein bisschen durchrushen, ne? Genau, wir werden jetzt so ein bisschen rushen. Weil wir das alles schon mal gesehen haben und auch mit Ton. Ja, wegen dem. Und deswegen werden wir da durchwaschen und die Cutscene auch skippen. Einfach nur, was sucht der eigentlich bei mir? Ich bin nur Fernkämpfer. Ja, du bist Fernkämpfer, aber der macht irgendwie, der ist angehört. Komm mal zu mir. Ich merk schon. Hier den kleiner Schlüsselanhänger, ne? Ja. Der kann einfach nicht loslassen. Apropos Schlüsselanhänger, ich kann ja noch mal ein bisschen was Privateres erzählen. Ich habe so ein kleines Gewerbegeschenk, genau, Werbegeschenk gekriegt. So ein Einkaufswagen-Hacking-Tool. Das ist total geil. Das ist so ein kleiner, mehr oder weniger Chip, den man sich an seinen Schlüsselbund machen kann. Aber der hat noch so eine kleine Stange raus. Und den kann man wieder aus dem Einkaufswagen rausziehen, wenn man den von der Kette gelöst hat. Oh. Voll das kleine Gimmick. Ich weiß nicht, wie ich auf einmal auf dieses Einkaufswagen-Hacking-Tool komme, aber... Okay. Aber es ist vorhanden, ne? Es ist vorhanden, genau. Und ich glaube, es heißt Johannes. Es heißt Johannes. Das Tool heißt irgendwie Johannes oder irgendwie Johann oder sowas. Total bescheuert. Ja gut, es gibt Router, die heißen Fritz, ne? Oder Horst, ja. Der Horst. Ja, es gibt die Horstbox von Linksys, glaube ich. Ja, es gibt auch eine Fritzbox, also... Ja, von AVM. Das Nonplusultra, was Privatrouter angeht. Jo, jetzt zeigt es mir ja nur noch, glaube ich, einen Weg an, also müssen wir wahrscheinlich noch so ein zweites Ding eigentlich machen. Wahrscheinlich, ja. Aber das ist dann anders mal ein Thema. Achso, ist das jetzt hier nicht in Nähe? Oder müssen wir da wieder Teleportation-Dings? Ja gut, nee, es geht, ist ehrlich vis-à-vis, sehe ich gerade. Hoppla. Es ist doch hier direkt gegenüber, dann können genau, wir das auch noch hin. Genau, weil wenn ich so draufklicke, sehe ich wieder ein Dungeon. Ja, dann auf ins Dungeon. Auf ins Dungeon. Dungeon, wenn man das heißt Dungeon bezeichnen kann. Dungeon. Dungeon und Dragon, ne? Das klingt irgendwie wie so ein japanisches Wort, finde ich. So Dungeon. Dungeon. Wir haben ja ein paar Aktive dabei. Kennt irgendjemand von euch Dungeon und Dragons? Andere Frage, kennst du Dungeon und Dragons? Nein. Gut. Ist so ein, wirklich ist noch ein älteres Spiel eigentlich. Okay. Und ist eigentlich, ich denke, es würde ein paar Anklang finden, denn ein paar wird es wahrscheinlich kennen, weil es wurde durch die Big Bang Theory wurde es ein bisschen wieder bekannter. Also du solltest vielleicht ein bisschen mehr aufpassen, weil du bist gerade schon ziemlich knapp an Gegnern vorbei. Nur die bösen. Die bösen. Gegner. Das ist. Wir sind aber noch richtig, ne? Wir sind noch richtig, ja. Okay. Aber irgendwie ist der Weg so lang, deswegen hat mich das etwas... Was ist eigentlich dein Lieblings so... Ich sage, ich schweife ein bisschen ab. Computerspiel, so ein altes Computerspiel. Oh. Ah, das ist echt schwer zu sagen. Also, beschränken wir uns jetzt auf Computerspiele oder halt allgemein so Retro-Games? Ich würde jetzt mal auf Computerspiel beschränken. Boah. Das ist echt schwer zu sagen. Ich habe eigentlich nie so ein Spiel gehabt, was ich immer gesuchtet habe, muss ich ehrlich sagen. Ich habe immer so mehrere Spiele so mehr oder weniger gleichzeitig gespielt. Okay, und deswegen habe ich auch irgendwie so keinen wirklichen Favoriten, den ich jetzt sagen würde, boah, auf dieses Spiel könnte ich bis in alle Ewigkeit schwören. Ja, ich habe auch so, weißt du, es ist schwierig, das ist, wenn mich das jemand fragt, so grundsätzlich muss ich sagen, ich hatte mal, als ich, das war auf Windows 95, ne? Das waren noch Zeiten. Das waren Zeiten. Gab es so ein Spiel von Bosch?
zu den Boss-Spielen. Okay. Die haben, da bist du so ein kleiner Kreis und wenn du über den Boden fährst, bearbeitest du den Boden. Aber gleichzeitig okay. gibt es so einen so Hammer und ich glaube ein Kreissägeblatt oder was das auch immer ist. Und von dem darfst du dich nicht klar erwischen. Ist ein bisschen ähnlich wie Pac-Man, nur du musst den Boden umfärben. Ah, okay. Und es wird immer ein bisschen komplizierter und komplizierter. Ah. Also das ist so das Spiel. Ja, okay, ja, ja. Was ich so gesucht, ich weiß nicht, wie es heißt und ob es überhaupt, sind wahrscheinlich nicht ein richtiges, würde ich sagen, ist ein Werbespiel eher. Ja, wahrscheinlich. Aber was man nicht früher alles immer so gespielt hat, ne? Das ist so, ja. Ich finde es auch immer nur lustig, was man früher alles immer so an Features gefeiert hat. Wie meinst du jetzt zum Beispiel? Ja, bei so alten Rechnern oder so, dann kann man so sagen, boah, ich habe jetzt eine 16-Bit-Soundkarte und alle so, oh, 16-Bit. Das, ja, das war... What? Das waren Zeiten. Ja. Wenn du dir so überlegst, so 250 Megabyte RAM oder so. Oh! Alter, was soll ich denn da mit dem ganzen... Ich fand das auch früher mal so gut, als man dann so die ersten Gigabyte Festplatten hatte. Und dann so, boah, was soll ich denn jetzt mit 2 Gigabyte Speicher machen? Ja, was soll ich damit? Und heute hat jedes Handy 2 Gigabyte Arbeitsspeicher. Ja, ja. Das ist einfach so, es ist eigentlich genial, wenn man sich das überlegt, wie sich die Technik verbessert hat. Ja. Weil ich habe mal erstmal so ein Foto gesehen von der alten Festplatte von, was war das, von der Bank. Die hatten da Daten drauf gespeichert und war voll innovativ. Die hatten da irgendwie 1 Gigabyte, nee. Oder hatten die das erste Terabyte? Oh. Nee, das war irgendwie so ein riesen Klopper-Ding. Wo sie ins Flugzeug eingeladen haben und das so... Ja, das war von IBM damals. Genau, 1900 IBM. Irgendwann. So 10 Megabyte oder sowas. Genau, sowas war von IBM und dann 10 Megabyte. Und dann so, was? Ja. 10 Megabyte? So heftig. Und ja, war einfach ein Riesenklopper. Ja, man muss auch noch sagen, damals hatte man auch noch diese schönen 5¼ Zoll Disketten mit 700k Speicherplatz. Das war noch ein bisschen was anderes. Ja, das Lustige war, man hat tatsächlich auf 700 KB teilweise bessere Spiele draufgepackt als heute in 50 Gigabyte. Ja. Lustigere Spiele, sinnvollere. Ja, die echt mehr Spaß gemacht haben als heutige Spiele, die auch nicht so monoton waren, sondern immer ihre eigene Sache gemacht haben. Wohin rennst du? Warum zeigt es mir da immer noch den Kreis an? Ist wahrscheinlich Zufall. Wahrscheinlich, ja. Vermute ich mal. Gehen wir einfach mal auf die andere Seite und gucken mal, ob das da immer noch angezeigt wird. Ich habe mich vorhin gar nicht geachtet, ob das auch noch angezeigt wurde. Ich auch nicht. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wenn du dir überlegst, wie sich die sozusagen die Spiele entwickelt haben, es ist immer mehr ein Bonus hier, ein Bonus da. Also DLC. Genau, eben. Dann die PS4 Exclusive DLCs und die genau. Hier gibt's dann noch einen extra Anzug nur für diejenigen, die diese Version, dieses Special Edition kaufen. Weil das ganz Heftige finde ich ja, am Anfang war es so, da hat man das Spiel gekauft, das Spiel war komplett. Ja, genau. Jawohl, du hast ja das Spiel bezahlt, also eigentlich die Überlegung, du hast ein Spiel und hast das irgendwie trotzdem nicht komplett, ist ja irgendwie auch absurd. Ja, das ist vollkommen absurd. Und danach oder dass du dir, Beispiel SimCity, für einen Fix bei den Autos ein DLC kaufen musst. Ja, das schießt einen Vogel ab. Das ist früher unvorstellbar gewesen. Da gab's, das Einzige, woran ich mich erinnern konnte bei den früheren Sims-Spielen, da gab's immer nur die Add-ons. Ja, genau. Da gab's, das war nicht, die hat man nicht gebraucht, aber die haben halt immer noch irgendwas zu dem Hauptspiel hinzugefügt. Genau, waren aber nicht notwendig. Die waren nicht unbedingt, ja, das Spiel und war trotzdem komplett. Und haben auch nicht irgendwie 500 Euro gekostet, sondern nur so 10 oder so pro Add-on. Ja, oder gab's manchmal so eine Add-on-Box, wir haben dann irgendwie alle Add-ons für... auch irgendwie 20 Euro kaufen konntest oder so. Ja, genau. So, aber das war ja in Ordnung, weil es hat einfach nur das Hauptspiel ergänzt. Genau, aber... Und bei den jetzigen DLCs ist es ja so, dass die... Ja gut, die ergänzen im gewissen Sinne ja auch das Spiel. Aber auf andere Art und Weise, wie das halt früher der Fall war. Das ist so, ja. Es ist nicht so ein Bonus, sondern es kommen eigentlich mehr Missionen hinzu und ja...
Ja, und man kriegt stärkere Waffen und, also zum Beispiel Battlefield oder so, oder genau. Bei COD ist das ja ganz extrem. Du willst bevorteiligt einfach. Ja, genau. Das ist einfach, du musst also mehr oder weniger das DLC kaufen, um überhaupt was mit dem Spiel anfangen zu können. Und das ist einfach schade. Oder beispielsweise, was mich aufregt, wenn du so Karten hast, wie zum Beispiel Battlefield war da sehr schlimm. Neuen Karten, die waren genial. Die neuen Karten, die waren so genial. Aber wenn du die alten Karten, also wenn du die neuen Karten nicht gekauft hast, konntest du einfach nicht mehr spielen, weil niemand mehr auf den alten Karten gespielt hat. Ja, genau. Die alten Karten, also die neuen Karten, sind meist auch nur irgendwie dahin geklatscht. Ja. Haben auch nicht so viel Spaß gemacht, waren auch nicht so gut durchdacht und vielleicht waren die Spawnpunkte auch scheiße. Ja. Und ich habe ein Holo-Gespräch. Du hast ein Holo-Gespräch? Dann halte ich mal mein Ohr dran, ja, mal gucken, ganz, ob... Ganz nah, vielleicht... Ja, ich bin ja in deiner Scene, wahrscheinlich wird's funktionieren. Tim's hier. Ich habe mich um Darth Ekkages Attentäter gekümmert. Habt ihr eure Aufgabe erfüllt? Also ja und nein. Ich habe einen Weg ins Tiefgefängnis gefunden, aber es gab Probleme. Und bedauerlicherweise ist der Weg hinter mir eingestürzt. Das nenne ich Pech. Ihr müsst einen anderen Weg auf diese Ebene finden. Zu was seid ihr überhaupt Nutzer? Aber vergesst nicht, dass ihr mich braucht. Ich schicke euch die Koordinaten für unseren Treffpunkt. Von dort aus ist es nicht mehr weit zu Darth Ekkages Zelle. Viel Glück, Sith. Ich hoffe, ihr schafft es. Ohne euch hätte ich keine Chance. Aber warum vertraue ich ihm immer noch nicht? Ja, so, aber ich bin doch für was nützt, also ihr braucht mich doch noch. Nein, eigentlich nicht. Das ist so, ja. Denn wir waren hier noch bei den DLCs, die wir nicht so feiern, das neue System. Du musst tatsächlich übrigens auch wieder zurück zum Anfang. Das heißt, wir könnten jetzt einen Schweißreißservice nehmen. Zum Imperialen Quartier. Imperiales Quartier. Gut. Ja, eben. Grundsätzlich muss man ja sagen dazu, es ist irgendwie nicht mehr sauber, weil es ist nicht mal mehr selbstverständlich, wenn du einen Season Pass hast, dass du alle DLCs dazu bekommst. Genau. Und da löscht es mir dann ab, dann zahlst du zusätzlich nochmal. Meistens ist es ja so, ein Spiel kostet durchschnittlich 60 bis 70 Euro. Ja, wenn ich das dann nochmal gute 60 bis 70 Euro für DLCs. Genau, also zuerst mal nochmal irgendwie fast 50 Euro für den Season Pass. Und danach geht's ja noch weiter, also. Ja, genau. Wenn du eigentlich ein Spiel, wenn du ein Spiel bis vollends kaufen willst, gibst du fast um die 150 Euro, wenn nicht noch fast mehr aus für DLC, also für das komplette Spiel. Ja. Das stimmt. Wo bist du eigentlich? Ja, ich bin wahrscheinlich nicht genau am gleichen Ort wie du, also... Du bist wahrscheinlich zur Kantine, oder? Ja, wahrscheinlich. Okay, weil ich bin nämlich auf dem See. Und warte jetzt einfach noch kurz auf dich. Genau, du bist... Ich kann kurz eine Fähigkeit trainieren. Ja, mach das. Was du jetzt gerade gesagt hast mit den DLCs, ist schon richtig. Und was halt auch noch jetzt gibt, was es früher nicht gab, sind diese Free-to-Play-Geschichten. Ja. Und die sind ja, was sowas angeht, komplett extrem. Wir und komplett weiter. Am Ausrasten. Okay. man kann es auch nicht verschweigen. Das macht SWTOR auch. Ja. Also. Und auch sehr gut. Das Spiel ist ja an sich Free-to-Play. Man kann sich ja aber Premium kaufen, so wie wir dabei das ja auch haben. In dem zahlt man dann einen monatlichen Betrag von X, den ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Und man zahlt quasi eine Lizenz, dass man dieses Spiel spielen darf. Genau. Und das immer wieder. Und damit verdiente sich einfach einen Scheißdreck. Das war aber eigentlich grundsätzlich, war das jetzt zum Beispiel bei WoW ja auch immer so. Oder HDRO Online, also Herr der Ringe Online. Das war ja auch berechtigt, weil es kam ja immer was dazu. Was mich aber dann den Gipfel finde, wenn du monatlich für ein Spiel was zahlst und du dann für Erweiterungen zahlen sollst. Ja, genau. Das finde ich auch so klasse. So, wir haben hier ein paar Gegner. Ich denke nicht, dass wir hier drumherum kommen. Ja. Oder auch nicht. Okay. Okay. Okay, okay. Das ist dann der Gipfel des, der Geizigkeit. Ja, okay, aber jetzt.
Weil grundsätzlich muss man sich sagen, du zahlst monatlich schon, wenn der Betrag klein ist und sagen, ja gut, das sind Server-Instandhaltungskosten, dann okay, aber meistens sind das nicht solche Beträge. Ja, das Problem ist aber auch, also okay, bei Esvetos finde ich, die haben das relativ gut gebalanced, weil wenn man auch Premium-Mitglied ist, kriegt man auch alle Teile des Spiels so dazu. Also auch alle, in Anführungsstrichen, DLCs, die man spielen kann, kriegt man ja auch dazu. Genau. Das ist in Ordnung dann, mehr oder weniger. Aber was ich halt kacke finde, ist, das macht ja Esvetos auch, dass man mit Echtgeld noch eine Währung kaufen kann. Genau. Und man dann auch noch die Zusatzfeatures kaufen kann. Und das finde ich halt einfach scheiße. Ja, das geht dann zu weit. Weil das geht tatsächlich zu weit. Weil da, die verdienen sich einen Scheißdreck daran. Deswegen gibt es ja auch jetzt mittlerweile in den ganzen App-Stores nur noch irgendwelche kostenlosen Sachen. Genau, gibt es nur noch diese Free-to-Play-Geschichten mit den 5 Milliarden Ingame-Käufen. Das ist so. Und früher gab es einfach immer Live-Version und Pro-Version. Die Zeit vermisse ich auch. Ja, das war bei. Aber das ist standardmäßig. Schon bei einem von den größten Spielen, das in letzter Zeit im App Store heruntergeladen wurde. Pokémon Go, ne? Ja, das sieht man. Da macht man zwar tatsächlich nicht viel mit Geld, aber man merkt halt, dass es tatsächlich Free-to-Play ist. Weil man muss halt warten, bis man irgendwas Spezielles tut. Entschuldigung. Bis man irgendwas Spezielles tun kann oder was auch immer. Und das ist halt einfach scheiße, finde ich. Da bin ich auch absolut kein Fan von. Das versuche ich auch größtenteils zu umschiffen. Wir können eigentlich weiterreden, weil die Cutscene werde ich sogar so skippen. Genau. Kommt schon, spuck das aus. Zack. Jeden Namen, jedes Datum, jeden verdammten Leute. Zack. Oh, Phase verlassen. Wagt es ja nicht. Zack. Okay. Ich habe die Phase verlassen, aber schon okay. Ist ja nicht so schlimm. Ja, hast nichts verpasst. So, okay. Wir müssen den Kreis finden. Ich glaube, da waren wir sogar das letzte Mal. Ja, eben. Das ist... Das kann man nicht machen, weil... Leute... Ich nehme jetzt mal konkret das Beispiel Pokémon Go. Konkret. Okay. Weil du musst eigentlich Geld zahlen, um deine Pokémon zu heilen. Ja, mehr oder weniger. Klar, du musst dir die Items kaufen, damit du die heilen kannst. Ja, oder es ist natürlich clever gemacht. Du kannst das Spiel spielen. Es ist wenigstens spielbar. Das ist schon mal ein Vorteil. Das ist nicht bei jedem Spieler so, dass es spielbar ist. Ja. Aber grundsätzlich musst du sonst einfach viel mehr machen, wenn du... Es macht einfach keinen Spaß, wenn du, wenn du nicht kein Geld. Ja. Genau. Und nein, ich habe kein Geld darüber investiert, denn das war mir zu blöd. Genau, mir auch. Ich habe einfach. Also ich spiele auch das Spiel so, wie es sein sollte, indem ich mich bewege. Ja gut, ich spiele es gar nicht mehr. Ich bin, glaube ich. Ich auch nicht mehr, aber in der Zeit, wo ich es gespielt habe. Genau, ja, weil. Irgendwie, ich finde es schade. Ich glaube, wir laufen gerade komplett falsch. Kann gut sein. Wir quatschen schon wieder zu viel. Scheiße. Kann man zu viel... Ich bin tot? Bitte? Warte, ich klär das kurz. Klär das mal eben. Ist so wunderbar. Ich hoffe, deine Begleiterin ist auch heil. Ja, meine Begleiterin ist auch Schaden. Gut, dass wir es geklärt haben. Ah ja. Ich kann... Willst du mich wiederbeleben oder soll ich eine Sonde rufen? Nee, ich belebe dich wieder. Warum auch immer, ich bin quasi abgestürzt und sofort umgefallen. Das ist komisch. Aber irgendwie sehr merkwürdig. Du hast auch deine auf Heilen, ne? Meine ist auf Heilen, ja. Komisch. Naja gut, aber der Begleiter war ja gerade weg, dadurch, dass ich ja auf dem Transporter war. Aber trotzdem, sehr merkwürdig. Egal. Free-to-play. Free-to-play. Nice. Nice. Warum? Wurde angegriffen. Warte. Ich glaube, hier sind wir falsch. Ich kann nicht so schnell. Komm, Chesser, das wird nichts. Ach, scheiße, jetzt bin ich im Kampf. Schon okay, ich bin ja auch im Kampf. Komm schon, nee, das ganze Free-to-Play-Ding, das ist alles so schleichend gekommen, eigentlich. Ja, genau. Aber... Es hat sich leider durchgesetzt. Irgendwie es setzt sich durch, das Ganze. Ich muss kurz mein Headset ein bisschen neu aufsetzen. Ja, so. Es hat sich halt einfach durchgesetzt und ist halt mehr oder weniger selbstverständlich geworden. Ja, so. Dass man für ein Spiel, außer den Kosten, die einem so oder so erwarten, wenn man das Spiel kauft,
zusätzlich dass man trotzdem noch zusätzlich Geld ausgeben muss für das Spiel. Das ist einfach selbstverständlich geworden. Und das ist halt einfach schade. Was mich dann hart, was ich richtig hart finde, dann so kleinere Spieleentwickler, wo richtig viel Herzblut drin steckt, die einmalig irgendwie in der Pre-Launch-Phase sind, also und dann sagen, ja, wir benötigen Geld, das Spiel kostet 10 Euro und danach ist es halt einfach so, du kaufst die Beta, ne? Ja, genau. Und dann gibt es Leute, die sich beschweren, dass sie dann nur vergünstigt das fertige Spiel kaufen können und sie nicht geschenkt bekommen. So, ey, die 10 Euro das Spiel war noch nicht fertig. Das war eine Beta, die brauchten damals Geld und absolut. Du hast eigentlich praktisch nichts für das Spiel bezahlt. Du hast einen kleinen Betrag bezahlt und musst nur noch ein Teil, also du musst ja nicht mehr der volle Preis zahlen. Manchmal kriegst du das Spiel ja wirklich geschenkt und andererseits kriegst du das Spiel einfach so wirklich stark vergünstigt. Absolut und manchmal korrekt. Vor allem bei den kleinen Entwicklern, bei den Indie-Studios, die haben ja meist auch nicht die Kohle, dass sie sich das gesamte Spiel komplett alleine finanzieren können. Wenn wir jetzt so jemanden angucken wie EA oder so, als riesen Publisher, die haben halt einfach Kohle ohne Ende und die können halt auch Sachen rauswerfen wie sonst was. Schaut aber die kleinen Entwickler, die sind halt einfach darauf angewiesen. Das ist so, die sind einfach auf Geld angewiesen. Es funktioniert nichts mehr gratis. Tut mir leid. Absolut. Wir sind gerade so auf Kampftrip. Ich merke schon. Ich komme mal zurück, aber ich wüsste nicht mehr. Ich will jetzt sowieso gleich den Daumen. Aber eben, das ist. Es ist irgendwie so. Ja. Wenn du den Stand schon nur von EA anschaust auf der Gamescom. Als wir auf der Gamescom waren, schon vor das Jahr. Dieser Stand, der war einfach abnormal. Ja. Und danach so ein kleiner so Indie Firma was mithalten können. Die haben keine Chance, also. Weil du musst nicht das Geld, wie sagen sie hier, du kannst nicht sagen, du kriegst das Geld dann hier schon. Du musst einen gewissen Satz verkaufen, dass das überhaupt Sinn macht, diesen Aufwand. Das ist eben genau das. So. Ja, wir haben das Thema praktisch nächstens totgequatscht, ne? Ja, weil wir sind eigentlich schon durch. Ich würde sagen, wir skippen jetzt noch die nächste Cut. Nee, okay, das ist ein bisschen weiter Fußweg. Ja, ich würde sagen, eigentlich wären wir schon am Ende, ne? Jo, wir sind eigentlich am Ende grundsätzlich. Genau, wir sind auch am Ende unserer kleinen Rage-Phase, ne? Ja, ein bisschen. Ja, wir haben ein bisschen über große Firmen hinweg. Kein Rage durchgeführt. Genau, wir haben ein bisschen. Ja. Mal den ärgerfreien Lauf gelassen. Also mal ein bisschen Luft. Genau, einfach mal ein bisschen rausgelassen. Ja, ein bisschen jetzt. Ich hoffe, sowas gefällt euch, weil wir hatten tatsächlich mal ein Gesprächsthema. Ja, wir hatten mal ein intensives Gesprächsthema. Ja. Und wenn euch dieses Gesprächsthema gefallen hat und wenn euch so unser Rage gefallen hat, dann lasst doch einfach mal eine positive Bewertung da. Wenn nicht, dürft ihr natürlich auch gerne eine negative Bewertung da lassen, logischerweise. Und schreibt auf jeden Fall auch in die Kommentare, was ihr davon haltet, von dieser ganzen Free-to-Play-Thematik. Oder halt von DLCs. Im Gegensatz zu Add-ons wie früher. Genau, das würde uns sicher auch interessieren. Also ich finde das immer sehr spannend. Lasst unbedingt einen Kommentar da, wie ich schätze es sehr, die Kommentare. Und ich denke, geht's sicher auch. Also das ist wirklich eine hammer Sache, die Kommentare. Und ja, auf jeden Fall. Das haben wir schon gesagt. Sie sollt auch noch beim anderen vorbeischauen. Genau, aber schaut auch beim anderen vorbei. Ja, das ist doch ganz wichtig. Etwas noch. Beim anderen vorbeischauen. Das ja, ist genau. Das ist noch so wichtig. Stimmt, ne? Das haben wir vergessen, ja. Ja. das ist einfach auch unser Running Gag. So. Ja, genau wie der schweißfreie Transport, ne? Genau, schweißfrei. Oder frei, schweißfrei Service. Schweißfrei oder Transport. Schweißfrei einfach. Oder wilde Theorien live hier bei SWTOR. Genau, und ich haue jetzt die wilde Theorie aus, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Jo, würde ich auch sagen. Also, bis dahin, Leute. Bye. Ciao.